Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 19. Heute geht's weiter und heute werden wir ein System zum Ausbringen der Gärreste installieren. Ich freue mich da schon drauf, das meiste habe ich natürlich schon seit der letzten Folge gemacht. Wir brauchen allerdings noch einen Feldrandcontainer und einen Zubringer und das werden wir später noch mieten und dann auch installieren. Ich glaube, das wird eine coole Sache, das wird ziemlich viel Action sein und auch nochmal was Neues. Bevor wir uns allerdings darum kümmern können, müssen wir nochmal schnell das Steuer hier vom Lexion übernehmen. Denn ihr seht, es gibt hier in dem Feld, wie auf vielen Feldern, eine kleine Feldinsel. Ja, und hier haben wir wieder das Problem, dass hier irgendwie die Frucht, wie in der letzten Folge, am Rand noch ist, sodass man hier mehrmals ansetzen muss. Ist aber, glaube ich, auch nicht dramatisch, wenn hier ein bisschen was stehen bleibt. Ist ja, wie gesagt, nicht mein Feld. Lona, wie man sich ihn wünscht. Aber ich würde sagen, wir lassen den dann hier vorne wieder starten und dann können die letzten Bahnen auch nochmal schnell erledigt werden. Ihr seht, es gibt hier eine Feldinsel und die wurde von Kursplayer irgendwie nicht automatisch erkannt oder nur so teilweise und deswegen, ja, musste ich hier an mehreren Stellen nochmal schnell selbst Hand anlegen. War aber nicht weiter schlimm, denn das waren 2 Minuten oder 3 Minuten, war also kein großer Akt. So. Dann lassen wir den hier weiterfahren und der fährt offensichtlich auf der anderen Seite weiter. Das hier, das scheint die Strecke von dem anderen Lexion zu sein, der auf der anderen Feldseite gerade ist. Gut, dann Tschüssikowski und wir können uns vielleicht parallel mal anschauen, wie weit eigentlich unser Auftrag fortgeschritten ist. Ihr seht, unser Deutz ist hier unterwegs, der Massey Ferguson. Weiß ich gar nicht, wo der... Der ist hier. Der hat gerade offensichtlich was weggebracht. Das läuft also wie am Schnürchen. Und wir haben aktuell schon 98%. Das heißt, wir können den Auftrag im Prinzip gleich abschließen. Ich werde das allerdings bis zum bitteren Ende hier weiterlaufen lassen. Auch wenn man vielleicht schon vorher fertig wird. Weil ich glaube, bei vielen Feldern ist es so, dass man noch so einen kleinen Obolus sozusagen verdienen kann. Wenn man einfach noch ein bisschen mehr macht als das Erforderliche. Und den nehme ich natürlich gerne mit bei meiner finanziellen Lage. Insofern würde ich sagen, sehen wir gleich noch den Geldsegen oder auf jeden Fall noch heute in der Folge. Aber müssen uns dann noch ein bisschen gedulden. Gut, dann würde ich vorschlagen, werden wir uns mal zum Shop begeben und ich gehe meiner Lieblingsbeschäftigung hier auf der XXL-Farm nach. Direkt nach der Feldarbeit kommt nämlich das... Richtig, shoppen. Wir werden uns was Neues kaufen bzw. mieten und zwar Gülle-Equipment. Ich kann euch auch schon zeigen, was wir uns später zum Ausbringen der Gülle kaufen werden. Also das werden wir uns dann tatsächlich kaufen, das werden wir uns nicht mieten. Das ist nämlich dieses Geschütz hier, der Double Twin Shift Saddle Track für den Class Saddle Track, den wir hier auf dem Hof haben. Das ist echt mal ein Geschütz, das ist echt mal ein cooles Gefährt, das ist mal was Neues. Das werden wir uns dann aber erst in Action in der nächsten Folge anschauen, denn wir müssen, wie gesagt, noch einiges vorbereiten. Und dazu brauchen wir diesen Feldrandcontainer hier. Können wir auch hier irgendwie noch Trelleborg-Bereifung dran machen und dann würde ich sagen, mieten wir uns den mal. So. Und dann habe ich euch in der letzten Folge gefragt, welchen Zubringer wollt ihr haben? Ihr seht, ich habe einige installiert, habe auch viele Kommentare von euch gelesen. Einige kannte ich auch ehrlich gesagt gar nicht, die ihr so vorgeschlagen habt. Also vielen Dank dann nochmal für eure Tipps und eure Hinweise und eure Ideen. Viele davon sind auch sehr cool und einige wären vielleicht auch geeignet. Viele sind es allerdings leider auch nicht. Warum, erkläre ich euch gleich auf der Fahrt. Das ist aber der Grund, warum wir hier diesen Zubringer wählen müssen. Ich nehme allerdings auch hier nochmal andere Bereifungen. Also diese Lizard-Reifen hier, muss ich euch ehrlich sagen, fühle ich nicht so. Aber ja, da ist ja auch jeder anders. Und dann machen wir hier vielleicht noch, ja, so ein schickes, was ist das? Anthrazit oder so. Das können wir noch drauf machen. Ansonsten würde ich sagen, mieten wir auch das noch schnell. Und brauchen dann natürlich noch einen Dolly dafür. Den können wir uns vielleicht auch mal kaufen. Denn ich denke, das werden wir öfter noch brauchen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Den Standard. Und auch den werden wir nochmal schnell bestellen. Und dann sollten wir eigentlich alles an Equipment haben. So, dann würde ich sagen, rein in den Lachs. Und... Aber hier zumachen, Motor starten im Lieblingsträger hier auf der XXL Farm. Und dann können wir alles in Bewegung setzen. Bevor wir jetzt gleich hier unseren Zubringer zusammenbauen, werden wir erstmal den Feldrandcontainer hier platzieren.
Und dazu wird er hier vorne angekoppelt. So, und dann können wir auch schon loslegen. Es wird hier immer mal so kleine Mini-Ruckler geben, weil Autodrive einfach aktuell in Action ist. Also wir haben zwei Autodrive-Fahrer, zwei Kursplay-Fahrer und gleich vielleicht noch einen weiteren Autodrive-Fahrer im Einsatz. Da muss viel berechnet werden, da gibt es immer mal so kleine Relax, aber ich meine, das soll uns nicht weiter aufhalten. Ihr hattet auch gute Ideen abseits der ganzen Gülle- und Gärreste-Geschichte. Auch dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Aber erstmal müssen wir uns hier einen schönen Platz für unseren Feldrandcontainer suchen, der auch irgendwie Sinn ergibt. Also es sollte jetzt nicht willkürlich gewählt sein. Und ich glaube, am sinnvollsten wäre es, wenn ich das bei der sozusagen offiziellen Einfahrt des Feldes platziere, nämlich hier vorne links. Das ist hier unser Stoppelfeld, das soll bearbeitet werden, das soll gedüngt werden und da gibt es, glaube ich, die Straße weiter runter einen Eingang. Ich arbeite ja selten mit so Feldrandcontainern und im Singleplayer ist das eigentlich auch ohne Autodrive und Kursplay, glaube ich, unsinnvoll. Also da würde man dann irgendwie anders arbeiten. Aber mit Autodrive ist das schon echt eine coole Sache und das ist mal wieder so eine Aktion, die ist ein bisschen teurer, das gebe ich gern zu, aber es ist halt auch irgendwie cool und es ist mal wieder was Besonderes, insofern mache ich das jetzt einfach mal. So, und hier vorne lasse ich den, glaube ich, dann stehen. So, hier irgendwo gibt es auch eine Feldeinfahrt, vielleicht ist es auch weiter hinten, aber ich meine, hier irgendwo sei das. Dann gucke ich mal, wo ich das jetzt am besten platziere. Vielleicht hier so. Okay. Gut, dann haben wir unseren Kotte FRC Easy hier platziert und müssen dem natürlich jetzt noch einen Punkt geben, sodass der auch angefahren werden kann später hier vom Fendt, also vom Zubringer. Und dazu machen wir einmal Folgendes. Da müssen ständig irgendwelche Dresche entladen werden, aber ich glaube, ja, die Autodrive-Fahrer kümmern sich drum. Wir machen also einmal schnell Folgendes. Wir machen hier das Netz an und dann starten wir hier mal. So, und werden hier einfach noch einen zusätzlichen Kurs einfahren. Und dann hoffe ich, dass das hier so ungefähr klappt. So, hier machen wir dann noch ein bisschen weiter vor, glaube ich. Einen brauchen wir noch, einen Punkt. So, hier setzen wir dann den Feldrandcontainer rein. Randcontainer. Und dann muss das... Ah, da ist es schon verbunden. Dann müssen wir es nur noch hiermit verbinden. Und dann ist auch schon alles eingerichtet. So, zack. Und dann zack, zack. Na, so. Okay. Gut. Dann haben wir hier, glaube ich, erstmal alles geschafft. Also der Punkt muss vielleicht nochmal ein bisschen angepasst werden. Das muss ich dann einfach nochmal ausprobieren. Aber eigentlich sollte es alles so stimmen. Dann können wir uns jetzt um den Zubringer kümmern und können das Netz auch wieder ausschalten. So einfach geht das allerdings. Und später wird der Zubringer dann automatisch die Gärreste zum Feldrandcontainer bringen und wir müssen das dann nur noch überladen. So wird es, glaube ich, auch in der Realität oft gemacht. Nicht immer mit einem Feldrandcontainer. Oft wird das auch einfach direkt aus dem Zubringer genommen. Aber man fährt, glaube ich, zumindest mit den großen Maschinen, nicht immer zum Hof und bringt das dann aus, sondern das macht dann eben, wie gesagt, ein Zubringer auf. So viel ich weiß, korrigiert mich gerne. Ich habe von dieser großen Landwirtschaft, wie gesagt, kaum Ahnung. Also das gibt es in meinen Gefilden kaum. Aber so ist das, meine ich, meistens. So, da haben wir unseren Kotte Garant im schwarzen Design, Black Beauty sozusagen. Und den bauen wir jetzt nochmal schnell zusammen. Und dann werde ich euch gleich auf der Fahrt erzählen, was es wieder mal so für Probleme gab auf der XXL Farm und wie ich sie gelöst habe. Einige stören sich übrigens daran, dass ich nur auf einer Seite eine Rundumleuchte habe. Und
Vorher ist es mir nie aufgefallen, vorher hat es mich nicht gestört, aber mittlerweile stört es mich selbst auch ein bisschen. So, hier kann ich schon. Gut. So. Dann Abfahrt. Ist das gerade? Jo, okay. Sah gerade so ein bisschen krumm und schief aus, aber ich glaube, das passt ganz gut. Dann können wir losfahren und zwar zu unserem Lager und können es jetzt einfach mal befüllen. Bevor ich jetzt allerdings losfahre, ich packe den nochmal hier kurz an der Seite, möchte ich noch einen letzten Blick aufs Feld werfen. Nicht, dass da irgendwas dauerhaft stehen bleibt, das wäre blöd. So, ich habe es mir schon gedacht, der Deutz, der hatte tatsächlich so ein bisschen Wegfindungsprobleme. Der musste also mal kurz entlassen und wieder eingestellt werden. Das machen wir jetzt. Zack, dann kann man weiterfahren, kann man weiter nach Dreschern suchen. Der erste Drescher ist allerdings auch schon fertig hier auf dem Feld. Und ich denke, der zweite folgt sogleich. Ich könnte die Mission jetzt schon abschließen, aber ich habe es ja am Anfang der Folge gesagt. Ich hoffe noch so ein bisschen darauf, dass wir uns noch ein bisschen extra Kohle sozusagen verdienen können. Und deswegen, ich fahre den mal ein bisschen zur Seite, lasse ich das ganze System jetzt noch bis zum bitteren Ende weiterlaufen. So, ihr seht's, der hier, der muss dann auch aufgetankt werden. Also der soll ja als nächstes dann vermutlich auf Feld 9 oder zu einer anderen Erntemission eingesetzt werden. Bevor wir das allerdings machen können, muss ich mit dem erstmal noch zur Tankstelle fahren, weil, wird sonst schwierig. Und vielleicht mache ich auch nochmal einen Abstecher bei der Werkstatt. Den anderen, den muss ich übrigens während der Mission hier schon zur Tankstelle fahren, weil der hat einfach mitten in der Mission tankmäßig den Geist aufgegeben. Aber der ist jetzt nochmal unterwegs und ja, ansonsten würde ich sagen, steigen wir wieder zurück in unseren Fendt. So, und dann lassen wir die da oben erstmal weiter werkeln und kümmern uns hier um unseren Güllezubringer. Ihr werdet schon erahnen, was das Problem war, beziehungsweise was mich hier kurzzeitig auch so ein bisschen in Sorge versetzt hat. Denn auf dieser Map hier braucht man ja das Gülle-System. Ich glaube, ohne das kann man auch gar nicht arbeiten. Also ohne das kann man viele Silos oder viele Lagerstätten hier gar nicht leerpumpen oder auffüllen. Das braucht man also, und wenn es einmal installiert ist, dann kann man es so leicht auch nicht mehr deinstallieren. Das heißt, das war so ein kleines Problem, denn das Schlauchsystem ist so, glaube ich, nicht kompatibel mit Autodrive und mit Kursplay, glaube ich, auch nur sehr begrenzt. Kommt auch immer so ein bisschen auf das Gebäude bzw. das Objekt an, wie das da so eingebaut ist und welche Optionen es dann noch so gibt. Trotzdem, es ist nicht so ganz simpel. Deswegen hat das die Auswahl an Zubringern und Feldrandcontainern sehr eingeschränkt. Es gibt einige, die können beides, aber ich musste eigentlich auf ein Pack zurückgreifen, wo eben das Manure-System oder dieses Gülle-System in einigen Fahrzeugen nicht verbaut ist. Und das ist eben bei diesem Pack, was ich gerade gezeigt habe, der Fall. Da gibt es dann immer eine Profi-Version und eine Easy-Version. Und mit der Easy-Version können wir das ganz easy sozusagen mit Autodrive befüllen lassen. Das heißt, Autodrive wird mit dieser Kombination fähig sein, die Gärreste von der Hoflagerstätte, also von unserem in der letzten Folge gebauten Lager, zum Feld zu bringen, vollautomatisch, und am Feld können wir das dann automatisch entnehmen. Perfekt, tipptopp 1A, so wollte ich es haben, musste man allerdings ein bisschen nachdenken und ein bisschen suchen, aber am Ende des Tages wird es auf jeden Fall funktionieren, freue ich mich schon drauf. Es gibt allerdings noch ein weiteres Problem, und das sind unsere Gärreste. Obwohl unsere Biogasanlage jetzt schon einige Tage läuft und natürlich auch immer weiter Gärreste produziert, ist noch nicht so wahnsinnig viel zusammengekommen. Also wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr 150.000 Liter, 130.000 Liter, wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall nicht mal ansatzweise genug, um ein komplettes Feld zu bestücken. Deswegen werde ich noch ein bisschen was dazu kaufen. Ich denke allerdings, das wird sich kaum was tun. Also ich meine, wir... Die Aktion ist natürlich teuer dadurch, dass wir jetzt Fahrzeuge und Geräte gemietet haben. Aber ich glaube, das wird sich gar nicht so viel nehmen, weil man Dünger ja auch kaufen müsste. Und ich denke, dass Gärreste günstiger sind. Ist aber nur eine Prognose, habe ich noch nicht überprüft. Muss ich dann noch herausfinden. Aber ich werde wohl ein bisschen was noch dazu kaufen müssen. In 10 Tagen sähe die Lage schon wieder anders aus. Da wäre das schon wieder alles eine etwas andere Geschichte. Aber ich muss jetzt mich ums Feld kümmern und ich möchte auch den Tag nutzen, während die ganzen Helfer hier auf den Missionsfeldern unterwegs sind, möchte ich eben mein letztes Feld noch bestücken mit Gras, sodass wir in der XXL-Woche auf jeden Fall noch mit einer weiteren großen Grassilage-Aktion weitermachen können.
Dazu habt ihr auch einen guten Tipp gegeben, nämlich, dass ich mir einen Häcksler nehmen soll. Das werde ich auch tun. Ob das jetzt günstiger ist, wie von euch geschrieben, und schneller geht, da habe ich noch Zweifel dran. Aber cool wird es auf jeden Fall. Und ich denke, bei der Masse an Feldern, die wir da nochmal mähen werden, wird das auch nochmal eine schöne Geschichte. Also, wir haben Großes vor und vor allen Dingen viel vor. Hier liegt noch ein bisschen Gras auf der Straße. Aber es muss noch einiges getan werden dazu. Und bevor wir da irgendwie die ganzen Mähaktionen starten, müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass, wie gesagt, die Gärreste ausgebracht werden können. Gut. Da sind wir. Und wenn wir jetzt hier dran fahren, dann werden wir sehen. Wir können jetzt hier alles aufladen. So. Ah, 180.000 sogar. Also es ist nicht ganz so wenig. Aber ich denke trotzdem, also 180.000, ich denke, mal so vorsichtig geschätzt, 30.000 werden ungefähr für 3 Bahnen auf dem Feld reichen. Und wir werden vermutlich so 30 Bahnen haben. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Aber wir werden sehen. Ihr könnt ja mal eure Prognose in die Kommentare schreiben. Ich würde allerdings sagen, das war es erstmal für diese Folge. Wie wir dann tatsächlich das ganze System in Betrieb nehmen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Da werden wir uns dann auch das Güllefass für den Saddle Track mieten. Und als letzte Amtshandlung werden wir nochmal schnell auf den alten Hof gehen. Ah, wo ist er? Hier. Und werden in den Saddle Track switchen, sodass wir den auch schon zum Shop schicken, um ihn vorzubereiten und dass wir dann in der nächsten Folge endlich mit großem Gerät arbeiten können. Ich glaube, das wird mega. Ich freue mich, wie gesagt, drauf. Und dann werden wir vermutlich den Großteil des Feldes in der nächsten Folge im Zeitraffer unternehmen. Und jetzt gucken wir nochmal schnell, wie es hier auf dem Feld aussieht. Und siehe da, auch hier ist alles fertig. Also ihr seht, hier ist jetzt auch alles abgeerntet. Das heißt, wir können den Auftrag, also könnten ihn jetzt beenden. Wir müssen allerdings natürlich noch warten, bis die Abfahrer nochmal schnell zum Bahnhof gefahren sind. Deswegen leere ich den Lexion hier gerade nochmal schnell aus. Und dann können sich die zwei Abfahrer schnell auf den Weg machen. Und spätestens in der nächsten Folge können wir den Auftrag dann tatsächlich auch beenden. Und dann wird es wieder 60.000 aufs Konto geben oder knapp 60.000. Wird sich also auf jeden Fall lohnen. Ich bin sehr happy. War, wie gesagt, sehr viel unterschiedliches Zeug, was wir jetzt hier gemacht haben. War alles ein bisschen durcheinander. Aber wir haben viel vorbereitet, haben auch oder werden in der nächsten Folge dann auch mehr Geld auf dem Konto haben. Und haben unsere Maschinen optimal ausgelastet. Ich freue mich auf die ganzen Aktionen der nächsten Folge. Das soll es allerdings jetzt, wie gesagt, gewesen sein. Den schicken wir jetzt nochmal schnell los. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche, Vorschläge oder andere Anmerkungen habt, lasst mir da gerne einen Kommentar da. Werde ich bis zur nächsten Folge auch wieder lesen. Gut, dann war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.